Das 136. österreichische Traber-Derby wurde heuer zur großen Show des Favoriten. Dem vierjährigen Hengst Heckemeck machte in der Wiener Kreau auch die große Hitze keine Probleme. Auch sein Salzburger Fahrer Christoph Schwarz behielt trotz bisher größtem Triumph kühlen Kopf. Am heißesten Tag des Jahres ist Wasser für die Vierbeiner das Um und Auf. Die Tierärztin weiß, was bei 36 Grad vor einem anstrengenden Rennen zu tun ist. Die Traber werden ja aufgewärmt vor ihrem Rennen, dass man halt früher also einen größeren Abstand zwischen Aufwärmen und dem Startrennen hat, dass die Pferde längere Zeit zum Regenerieren haben und dass man sie intensiver runterkühlt. Topfit und gut gelaunt präsentiert sich bei der Parade der 10 Derby-Teilnehmer Heckemeck. Der Hengst ist das schnellste Pferd im Feld und nach einem Sieg im Versuchsrennen auch klarer Favorit. Das Rennen über die Langdistanz von 2600 Meter entwickelt sich für ihn ganz nach Plan. Er trat lange an zweiter Stelle hinter Mon Amour Venus, die knapp 2000 Meter Führungsarbeit leistet. Erst am Ende macht dann Fahrer Christoph Schwarz ernst, muntert Heckemeck nochmals auf und enteilt der Konkurrenz, die nun noch Statistenrolle hat. Heckemeck trabt mit 1:15,0 einen neuen Derby-Rekord und nach der grandiosen Vorstellung und dem Sieg im 50.000-Euro-Rennen herrscht im Lager des Siegers natürlich volle Zufriedenheit. Im Nachhinein war es sehr, sehr einfach. Wie gesagt, das Rennen ist idealer, kann man es gar nicht serviert bekommen. Das ist vorneweg sehr zügig waren. Ich habe alles hinten sparen können. 750 Meter vom Ziel rausgenommen und dann eigentlich ja, das Blatt zu unseren Gunsten gewendet und eigentlich überlegen. Bleibt Heckemeck gesund, wird er wohl bald in hochdotierten internationalen Rennen zu sehen sein.